Es ist, ja, 16.15 Uhr. Nachts zu suchen macht, glaube ich, keinen Sinn. Es sei denn, die... Ein Wal! Ah, oh, lange nicht mehr gesehen. Einen schönen guten Morgen hier auf meiner Insel im Pazifik von Stranded Deep. Ja, der Tag ist, denke ich mal, bricht langsam an und das wird der letzte Tag auf meiner Heimatinsel sein. Ich packe schon mal Wally ein, denn den will ich ja nun nicht zurücklassen. Das geht ja nur gar nicht. Der kommt mit. So, was haben wir noch? Jetzt habe ich die ganze Kiste eingesteckt. Das wollte ich nur auch wieder nicht. Einmal musste ich den Klassiker noch bringen. Nein, nimm doch nicht die ganze Kiste. Boah. So, Lichter sind aus. Ich wollte eigentlich nur noch mal hier reingucken. Brauche ich noch Laternen? Ich denke mal fast nicht. Hier ist noch ein weiteres Speergewehr. Aber Sauerstoff, das sind alle Sachen, die ich nicht mehr brauche. So. Hier war ja alles okay. Leer, leer, leer. Und noch mehr Kartoffeln werde ich wohl auch nicht kriegen. Wie sieht es denn mit meiner Hungerdurst? Ja, da ist kräftig was zu tun. Dann gönne ich mir jetzt zum Schluss noch Früchte. Ich sag ja, die Frucht, die macht unglaublich satt. Oh, hier weitere. Wie lange dauert das, bis die jetzt vergammeln? Ich sammle die jetzt mal alle ein. Ob die jetzt hier vergammeln oder nicht, das ist eine andere Sache. Hier ist noch keine Frucht wieder gewachsen. Ein Palmsetzling. Ich habe aber einen vollen Stack hier auf der Tasche. Ich muss sowieso noch trinken. So. Haben wir genug getrunken. Uah, Hilfe. Dann sehe ich mal zu. Hallo Möwen. Dass ich einpacke. Rettungsboot. Floßlager. Nee, brauchen wir alles nicht mehr, denke ich. Die Früchte, die packe ich mal irgendwo in eine Kiste. Das ist mein Vorrat. Hier habe ich auch noch Vorrat. Einen leeren Kanister. Hm. Okay. Gemüse weg. Wo habe ich denn noch Platz für den Wolli? Den will ich ja doch lieber in eine Kiste packen. Nicht, dass ich den hier... Oh, wo denke ich dran? Hier unten ist auch alles voll mit dem, was ich dann für die Jagd auf Luska brauche. Ich will doch an... Nein, ich will an den Container. Es ist immer noch alles voll. Kokosnüsse haben wir auch noch. Spitzhacke. Ich bin immer noch voll ausgerüstet. Und hier haben wir auch noch Lampen. Packe ich da wohl hier rein oder lieber da unten? Ne, dann packe ich ihn hier unten rein. So, Wally, da bist du auf jeden Fall nur mal sicher. Und was brauchen wir denn alles? 9% Haltbarkeit. Ich mach mal Folgendes. Bevor ich hier abdüse, mache ich mir gerade nochmal ein neues Messer. Die Kartoffeln, die sind alle noch gut gewässert, aber das wird sich dann ja leider ändern. Auf der anderen Seite, who cares? Ich packe hier nochmal. Nur zur Not. Zur Sicherheit. Oh. Ja. So, Pflanzenfasern gibt es hier wirklich ohne Ende. Die Schweinchen. Oh,
Hier haben wir auch noch was zu essen. Nehmen wir das auch noch mit. Den Wasserbeutel nehme ich auch noch mit. Der ist ja voll, bitteschön. Hier habe ich auch noch Wasser. Wasser, Wasser ohne Ende. Genau. Dann habe ich unterwegs noch was zu trinken. Hier ist doch die Sardine. Und die Kokosflasche. So, ich wollte aber noch ein Messer machen. Dazu brauche ich einen Stein. Aus dem Stein mache ich ein Steinwerkzeug. Und Mist, jetzt weiß ich schon wieder nicht, wie es weitergeht. Also eine Schnur brauche ich auf jeden Fall auch. Und da ist es, verfeinert Messer. Blum. Okay, das heißt, da habe ich jetzt also auch was. Das ist jetzt das 9% Messer. Kann ich schnell hier noch ein paar Pflanzenfasern sammeln. Denn man kann ja nie genug davon haben. So. Ah ja. Und einmal noch Unkrautjäden. 19. Oh, hier schon wieder alles nachgewachsen. 20 reicht. So. Nochmal einen Schluck Wasser und dann geht's ab. Gut. Wo muss ich hin? Also ich habe hier auf meiner Karte schon mal so ein bisschen gepeilt. Ich muss auf jeden Fall nach Westen. Oh. In die Richtung. Ich habe gedacht, so 280 Grad. Also an der Insel vorbei. Ist denn das richtig? Ich müsste an zwei Inseln vorbei, genau. Gut, ich werde es versuchen. Frohes Anker los. Hoffentlich. Ziehen. Zieh. Wehe, hier ist jetzt noch ein Hai. Dann glaube ich ja nichts mehr. So. Der guckt jetzt nach Süden. Er muss nach Westen gucken, bitte. Oh oh. Da will ich nicht aufsetzen. Und dann an Bord. Check. Westen. Das sieht gut aus. Floßsegel ans Ruder. Und los geht's. Ja. Ist das Südwesten? Jetzt wird schon wieder kompliziert. Ich bin jetzt ganz genau nach Westen. Ja, dann segel ich da lieber nördlich dran vorbei. Also, leichte Kurskorrektur. Okay. Oh, das ist jetzt aber schon weit. Also ich muss dann wieder versuchen, so ein bisschen auf 280 Grad zu gehen. Tschüss, meine Insel. Irgendwo da muss jedenfalls Luska der Große sein. Allerdings muss ich da eine Weile segeln. Ich denke, ich beschleunige das mal ein bisschen.
Puh, es ist schon wieder relativ spät. Ja, 13 Uhr. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Jetzt bin ich etwas, ja, ungefähr 280. Aber wo Luska jetzt nur ganz genau war, irgendwo in dem Bereich müsste es auftreten. Ich weiß auch, dass Luska in der Nähe einer Insel war. Aber das war, glaube ich, nur eine Boje. Ist das eine Insel oder eine Boje da? Ich weiß nicht, das sieht irgendwie interessant aus, jedenfalls. Ich halte mich mal doch ein bisschen weiter westlich, also nicht so viel nördlich. Denn was ich da gesehen habe, das sah mir irgendwie nicht so wie eine Insel aus. So, nochmal checken. Das war aber weit weg. Da ist noch eine Insel. Jetzt sehe ich es nicht mehr. Mist. Ob ich erstmal die Insel einfach ansteuere? Ich brauche ja sowieso irgendwo noch eine Basis. Oder habe ich diese Insel da gesehen? Luska, wo bist du? Okay. Nicht. So, Kompass brauche ich. Oh ja, ich bin zu weit westlich vielleicht. Gut, ich befürchte, das wird dann doch wieder so ein bisschen eine Sucherei. Na nun? Ich hatte schon Angst, dass es eventuell ein Gewitter... Da, guck, da ist ja schon der Flugzeugträger. Also ich bin auf jeden Fall richtig. Wahrscheinlich muss ich doch weiter westlich. Dann steuere ich mal die Insel an da. Nein. Überall, wo ich jetzt hier hingucke, wähle ich immer einen Container aus. Dabei will ich nur in mein Inventar. Nee, das ist ein ganz normales Wrack. Das wird auch ein Wrack sein. Das ist für Luska viel zu dicht an einer Insel dran. Puh, nehme ich die Insel? Schwierig. Also hier so kleine Punkte zu finden, wie diese... ich steuere mal die Insel an. Schlimmstenfalls muss ich halt noch ein bisschen suchen. Eigentlich besucht habe ich alle Inseln. Ich schaue jetzt konzentriert auf den Horizont, um das kleinste Stückchen Flecken, was ich hier eventuell sehe. Mist. Okay, ich steuere auf jeden Fall diese Insel jetzt an. Da wäre auch noch eine. Luska!
Wo hast du dich versteckt? Hinterm Mast? Ich bin mir absolut unsicher. Jetzt sag nicht, dass ich noch weiter südlich muss. Okay. Es ist, ja, 16.15 Uhr. Nachts zu suchen macht, glaube ich, keinen Sinn. Es sei denn, die... Ein Wal! Ah, lange nicht mehr gesehen. Sehr cool. Schön. Ja, nebenbei bekommt ihr noch ein bisschen Whale-Watching hier. Jetzt muss ich mal langsam aufpassen. So, und wahrscheinlich muss ich... ist das eine gute Idee? Segel schon mal reffen. Ich muss ja auch hier wieder raus. Auf jeden Fall sehe ich schon das Schwein. Und einen Hai, den habe ich mir auch noch übrig gelassen. Ich überlege gerade, ob ich das... Floß gleich schon mal wieder. Ach nee, es wird schon wieder dunkel. Halt! Halt, 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 halt! Auf jeden Fall ankern. Nicht, dass mir das Floß jetzt ganz zum Schluss noch abhaut. Das geht ja nur gar nicht. So, auf jeden Fall. Viecher sind wieder genug da. Ich nehme einen Speer in der Hand. Und das Schwein, das nervt mich sowieso gleich. Nein! So. Ein Speer habe ich verballert. Der liegt hier irgendwo. Hoffentlich finde ich ihn. Ja. Alles gut. Gut, und hier habe ich mich eingerichtet. Hier sind auch noch Container mit haufenweise Material. Auch hier. Ja, leider immer 0%. Sprit muss man hier wirklich selbst herstellen. Auf jeden Fall kann ich jetzt erstmal in Ruhe was trinken. Oh, der Wal ist immer noch hier. Und ein Happen Essen. Da habe ich ja sogar was auf der Tasche. Vielleicht ist hier sogar noch... Ach, hier auf dem Räucherofen. Geräuchert Mittelfisch, Fischfleisch. Na, dann kann ich gleich was essen. Hallo. Hallo, hi. Eiserne Ration. Und was für Welt hier. Okay, jetzt wird es natürlich dunkel, aber... Ich bin auf jeden Fall... Es wird schon richtig dunkel. Da brauche ich die Taschenlampe. Packen wir hier erstmal ein bisschen was für Wasservorräte. Ich habe ja bei Bedarf auch noch was auf der Tasche. Und Pflanzenfasern wachsen überall. Und eine Yucca auch. Das einzige Problem jetzt... nein, nicht das Fernglas. Taschenlampe brauche ich. Es könnte eine Insel sein mit Schlangen. Vorsicht. Ich habe noch genug Pipi-Pflanzen an Bord. Also ich könnte... Schwein riesig. Kann ich das einfach... Ja, ich kann es ziehen. Komm, du kommst erstmal ins Lager. Oh, Igitt. Zeig mir deinen Schinken nicht so. So, den packe ich mal hier neben den Grill. Passend zum, zum Hai. Aber die Großkrabben, die sind ja auch noch da. Oh, hier werden sogar noch Ayuga-Pflanzen. Aber Atmungsboost habe ich auch genug. Also vorbereiten oder was brauche ich jedenfalls nicht mehr. So,
Die Frage ist jetzt nur, wie weit bin ich jetzt von Luska entfernt? Ich schaue mal gerade auf meine Karte. Muss ich noch weiter nach Westen? Könnte sein. Das könnte durchaus sein. Ich bin etwas irritiert. Aber die Navigation hier bei Stranded Deep ist ja sowieso ein bisschen anspruchsvoller. Muss man wirklich sagen. Ah, Fledermäuse. Ja, nehme ich mir erstmal hier die Krabben vor. Die kann man auch nachts ganz gut jagen. Die pennt hier vor sich hin. Und nicht drauf. Ja, jetzt habe ich sie aus den Augen verloren. Ja, ja. Zu spät. Dann häuten wir sie gleich mal, wo wir schon mal dabei sind. Oh, gross. Ja, nochmal. Du darfst sie nochmal häuten. Wunderbar. Jetzt kommt die Frage, wo ist die zweite? Taschenlampe. Ich habe so ein bisschen Schiss vor Schlangen. Die Insel ist groß. Nicht zufällig hier noch eine Pipi-Pflanze. Und... Oh, das kleine Schweinchen. Hi. Da! Ich wusste es! Ich hab's geahnt. Da ist die Schlange. Da war die Schlange. Möglich ist es natürlich auch, dass es jetzt... Oh, ja, ich weiß. 150 Tage als... Gestrandeter und er sagt immer noch, ich würde sie schon gerne aus dem Hinterhalt erwischen, aber die hat mich jetzt aus dem Hinterhalt erwischt. Ja, weiter geht's hier nicht. Okay, gib mir nochmal einen Speer. Anschleichen. Du, du, du. Jetzt bin ich der Hai. Und? Piek, piek, piek. Ah. Ah. Zang. Gut, das hat schon gereicht. Oh, gross. Okay. Das war jedenfalls das Pflichtprogramm. Futter habe ich auch. Meine Futter habe ich sowieso ohne Ende. Wieso plötzlich... Ach, der hat die Mittel, die Krabbenstücke jetzt durcheinander gebracht mit dem Geräucherten. Da muss ich jetzt gleich aufpassen. Das wird leider alles auf einen Stack gepackt. Ob es nur gegart ist oder nicht. Zwei Schlangen. Okay, das kleine Schweinchen. Das lebt ja auch noch. Das ist also nicht von der Schlange gebissen worden. Hallo. Wie spät ist denn das überhaupt? Ach. 9:30. Dann geht das noch. Ja, ich werde jetzt mal Folgendes machen. Ich werde das gerade auf den Grill packen. Ich hoffe, dass hier auch noch Holz ist. Ein Fischspeer, Anzündhölzer, kein Holz. Aber da soll es ja nicht dran scheitern. So, jetzt wird, ja, jetzt wird schwierig. Das ist eine... Und jetzt sehe ich das noch nicht mal. Ist das geräuchert? Das ist mit Sicherheit geräuchert. Habe ich Hunger? Na, nicht wirklich. Ich will das nicht so auf dem Boden. Man kann natürlich alles wunderbar auf den Boden schmeißen. Und das schadet auch nichts. So, geräuchert.
Das sieht auch geräuchert aus. Der Mond hilft mir jetzt so ein bisschen. Geräuchert, geräuchert, frisch. Okay. Frisch. Das ist auch frisch. Das ist auch frisch. Ich müsste 4 frische mittlere Fleischstücke haben. Und dann habe ich noch die Schlange. Die kommt hier hin. Okay, jetzt brauche ich nur noch Holz. Und eine Taschenlampe. Ich habe nirgendwo einen Holzstapel hier. Hm. Interessant. Hier sind noch Palmwedel. Die könnte ich auch verfeuern, glaube ich. Ah, hier. 1, 2. Ah, gehen wir 3. Sollte reichen. Einmal hier drauf. So. Anzündhölzer. Ja. An. So. 1 habe ich immerhin gelernt. Feuer machen. So. Dann mach das mal wieder ab. Das wird munter geräuchert. Ihr bleibt ja frisch, ne? Und, oh. Hier packe ich jetzt einfach mal die Palmwedel drauf. Die großen, die gehen ja auch. Ein kleines Schweinchen. Oh. So alleine. Gut, dann trinke ich lieber noch was. Und dann würde ich sagen, gehen wir ins Zelt. Ach so. Meine Fleischration, die nehme ich natürlich trotzdem mit. Nein, ich jag dich jetzt nicht mehr. Jetzt will ich eigentlich nur noch Luska jagen, aber Luska muss ich erstmal finden. Muss hier irgendwo in der Nähe sein. Aber meine... Wo kann ich noch Fleisch reinpacken? Ah, hier. 1, 2, 3, 4. Nur für Notfälle. Aber ich denke, das Wesentliche habe ich. Das sind 7 Gaskanister. Wenn die nicht reichen, eine Flugzeugsteuerungseinheit habe ich schon gebaut. Die Motoreinheit, die kann ich jederzeit bauen. Und ich brauche ja nur noch das Teil, was ich dann bekomme, wenn ich Luska besiegt habe. Ja, wo, auf welcher Insel ich jetzt hier ganz genau bin, ich hätte die Insel irgendwie besser beschreiben sollen oder durchnummerieren sollen. Das wäre hilfreicher gewesen. Aber wer weiß denn, bin ich an Luska vorbeigesegelt? Ich befürchte, ich muss noch weiter nach Westen. Auf der anderen Seite habe ich jetzt ja auch schon den Flugzeugträger gesehen, also das Wrack des Flugzeugträgers. Vielleicht kann ich mich auch da so ein bisschen dran orientieren. Das ist zumindest ein guter Punkt, um zu peilen. Aber nachts funktioniert das eh nicht. Also werde ich mich jetzt erstmal hier auf die Kajüte packen. Erstmal speichern natürlich. Und ich sage... Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge Luska finden, dass das nicht wieder so eine Odyssee wird, aber dieser dicke Tintenfisch, der muss hier irgendwo in der Nähe sein. Ich finde den schon. Naja, macht's gut. Tschüss.